So, hallo Leute. Wie ich gesehen hatte, war der Bug beim letzten Mal doch gar nicht so gravierend. Aber das kann ich halt nicht ad hoc immer sagen, sonst killt's mir die Videos. Also Entschuldigung an der Stelle für die durch mich entstandene Verwirrung. Wir sind halt immer noch in World 81 und schauen mal, ob wir, was wir da so Tolles finden werden. Eine Plasmamine. Was immer da so Eine garstig riecht, es Impulsmine. sollte dringend zu einem Arzt gehen. Also die Ärzte hier sind mir schon mal sowas von suspekt. Also aber. Wo war's? Wieder total paranoid hier, das ist unfassbar. Ja, so schön. Okay. Hier, schau mal, vielleicht komme ich jetzt zu dieser komisch aufploppenden Maulwurfsratte, die bisher nicht gesehen wurde. Kann diesen etwas Sieht mir kein störende. Tag älter als 199 aus. Das kannst du gar nicht wissen, Vibe. Ja. Was für eine Verschwätzung. Okay. Einer weg. Zwei weg. Sehr, sehr schön. Wenn ich dieses blöde Vieh endlich mal. Hä? Das muss ich aber nicht verstehen, oder? Wo ist er hin? Wo schießt er gerade drauf? Hä? Ja. Was meinst du, was das war? Hey, bist du ja. Was ist denn das? Warum kommt da das Vieh durch die Decke? Ja. Hast du sie im Visier? Nein. Weil ich verstört bin. Über mir hat sich gerade eine Ratte durch eine Betondecke gebahnt. Bitte tolerier das. Okay, das sind scheinbar die Aufzucht, Boxen für die Maulwurfsratten. Was das? Sind sie weg? Diese komische Ratte macht mich ein bisschen fertig, dieser Bug. Ach, die Größe des Walls ist äußerst beachtlich. So, noch ein Mikroskop, also. Okay, Piper. Ja, fein. Hey. Komm her, Schnucki. Sehr schön. Ich liebe es, wenn ich eine Weile nicht gespielt habe und ich weiß, wie viel sie im Inventar hat, zu gucken und es ist leer. Das macht besonders viel Spaß. Sehr schön. Hin. Reicht erstmal wieder. Jetzt auch dieser komische Anzeigefehler mit dieser Maulwurfsratte unten. Das ärgert mich. Okay, was haben wir hier? Eine Knochenfräse. Stimmbug. Und ein sicheres Zugriffsterminal. Terminal irgendwo. Na, das ist das da, schön. Aber, ja. Ist zu gut geschützt. Da komme ich halt nicht ran. Okay, hier haben wir wieder die Maulwurfsratten. Da ist sie. Wir sind hier nicht allein. Die Ich seh dich. mysteriöse Ratte. Schlagen. Ja, jetzt ist sie tot. Sehr schön. Jetzt bin ich beruhigt, dass wir das Vieh Hast du getötet das haben. So, komm. Oh, verdammt. Das war eine Brutmutter. Ja, hätte ich vielleicht mal lesen sollen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, also erste Mutti weg. Okay, und kommt die nächste noch auch? Nicht erst so weit gekommen. Okay. So. Brutmutter ist auch weg, das ist schön. Also zumindest für die Entwicklung der Maulwurfsratten dürfte das ein
Rückschlag sein. Denke ich mir zu mir. Eine Mini-Atombombe. Yeah. Also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich die Mini-Atombombe noch nicht eingesetzt habe. Aber... Ein Überseekoffer, okay. Aber das wollte ich mir eigentlich aufbehalten, bis ich irgendwann mal so richtig die Murf habe. Also dieses aufgerüstete... Die aufgerüstete Version des Atombombenwerfers. Achso, das ist ja ein Kreis. Okay, ja. Alles gut, nicht wundern. Und wir schauen trotzdem erstmal weiter. Vielleicht finden wir ja irgendwo ein Passwort für das Terminal. Hier liegt echt gutes Equipment rum, muss ich mal so sagen. Also Stealth Boys und so weiter, die waren schon gut ausgerüstet hier. Ah ja. Okay, was haben wir hier? Vault-Tag Passwort. Ich hab's ja gewusst. Ach schön. Ich freue mich. So, was haben wir denn hier? Psycho, Wodka, Mad-X, Mad-X. Das ist in Ordnung. Blutpaket, Blutpaket. Ja. Gut, cool. Wir gucken uns natürlich jetzt erstmal dieses Terminal an. Dieses Terminal ist mit firmeninterner Vault-Tec-Technologie ausgestattet und ermöglicht die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen Terminals. Lesen Sie vor Gebrauch das Benutzerhandbuch. Hammer nicht. Test 1, 2, 3. K. Collins, Test, Test. Dr. Olivet, kannst du mich hören? Ja, Kenneth, ich bin bei euch. Alles in Ordnung. Heute ist nur ein weiterer Übungstag. Richtig, Aufseher? Das stimmt, Gott sei Dank. Wo sind denn alle? Aufseher, wir sind hier drüben nur zu dritt. Was ist da los? Olivet, hast du gehört? Tut mir leid, Kevin. Hier geht es drunter und drüber. Nur zu dritt? Jim, Flint, der kleine Burrow und ich. Achso, Jim Flint, der kleine Burrow und ich. Wo sind die anderen? Bei uns sind sie nicht. Die Bewohner werden gerade aufgenommen. Sie tauchen in Scharen auf, seit die Nachrichten davon berichten. Das habe ich auch gehört. Allerdings sollte man meinen, Vault-Tec hätte genügend Warnung erhalten, um heute Morgen zumindest eine Beta-Übung für alle Mitarbeiter abzuhalten. Da muss das schiefgelaufen sein. Okay, also es ist quasi der Kontakt zwischen dem offiziellen Aufseher und dem, naja, versteckten Aufseher von Vault 81. So, Phase 1, Versuch. Wir sind hier unten ziemlich eingeschränkt, haben uns aber auf Antibiotika konzentriert und unsere ersten Laborversuche laufen lassen. Laufen bereits. Ich habe die Daten letzte Nacht gesehen. Sie sind vielversprechend, aber denkst du, dass es schon soweit ist? Die Versuche haben gerade erst begonnen und das Virus, das wir testen, benötigt einige Tage Inokulation. Aber ich bin optimistisch, dass wir im Laufe der Woche positive Ergebnisse haben werden. Okay, halten Sie mich auf dem Laufenden und beginnt nicht mit den Versuchen von Phase 2, bis ich mir die neuen Daten angesehen habe. Natürlich einen schönen Nachmittag noch, Aufseher. Schön. Problem mit der Lebensmittelpresse. Aufseher, hast du kurz Zeit? Dieses System überträgt nicht in Echtzeit, Büro. Hoffentlich hast du nicht den ganzen Morgen auf eine Antwort gewartet. Entschuldige bitte, Aufseher. Ich wollte dich über ein Problem mit unserer Lebensmittelpresse informieren. Okay, ich sehe schon, was los ist. Scheint eine Verstopfung im Proteintank zu sein. Kannst du das Problem nicht von eurer Seite aus beheben? Nein, Aufseher, Hardwareprobleme. Im Wohnbereich müssen von dort aus gelöst werden. Wir kommen nicht an die Tanksdüsen heran, um sie zu reparieren. Okay, Burrow, ich schicke sofort jemanden von der Wartung hin. Halte dich bereit. Collins soll mich in 10 Minuten kontaktieren, wenn es nach wie vor Probleme gibt, okay? Danke, Aufseher, ich werde sofort nachsehen. Okay, Phase 2 Versuch. Okay, hier kommt noch ein bisschen was. Phase 2. Gute Neuigkeiten, Dr. Olivet. Wir haben unsere Formel entsprechend der Testergebnisse aus Phase 1 angepasst und ich denke, wir sind bereit für Phase 2. Wie geht es den Maulwurfsratten? Sehr gut. Die Exemplare, die Vault-Tec zur Verfügung gestellt hat, sind erstaunlich robust. Flint hat einige Strahlungstests mit ihnen durchgeführt. Steht das in den Protokollen? Technisch gesehen eigentlich nicht.
Aber uns ist was Seltsames an dem für sie vorgesehenen Futter aufgefallen. Burrow war ein oder zwei Tage lang richtig krank. Frag lieber nicht. Flint hat sich die Sache angesehen. Die Viecher sind riesig und wir denken, dass die genetisch bedingt ist. Und wir denken, dass das genetisch bedingt ist. Okay. Wurde an ihnen herumgefuscht? So etwas in der Art. Ich denke, dass Vortec einige Experimente mit ihnen durchgeführt hat. Sie sind alle ungewöhnlich groß, einige von ihnen zeigen Biolumineszenz und mindestens ein Exemplar scheint intelligenter zu sein als gewöhnlich. Das ist bestimmt dann so eine Brutmutter. Hältst du sie immer noch für eine nützliche Kontrolle? Wir haben die Kolonien aufgeteilt, die außergewöhnlichen Exemplare abgesondert und der Kontrollkolonie neue Nahrung gegeben, die auf unserer Ernährung basiert. Das ist nicht ideal, aber ich denke, es müsste gehen. Sehr schön. Ich sehe mir diese Daten heute Abend an und denke, dass ihr mit Phase 2 beginnen könnt. Es sei denn, ich stoße noch auf etwas Ungewöhnliches. Schön. Problem mit dem Leitungssystem. Aufseher, ja, Bro, was ist denn? Ich habe ein Problem bei unserem Leitungssystem festgestellt. Weißt du, ob sich bei euch jemand an den Düsen in dem Wohnbereich zu schaffen gemacht hat? Ich weiß nicht. Warum interessiert dich das Leitungssystem überhaupt? Der Phase 2 Versuch hat doch gerade erst begonnen. Ich weiß, Aufseher. Ich dachte nur, es wäre eine gute Idee, die Leitungssysteme zu testen, bevor wir Phase 2 erreichen. Falls wir Phase 3 erreichen. Versuche mit Menschen dürfen nicht leichtfertig durchgeführt werden. Was für eine Art Test wolltest du überhaupt machen? Ich wollte einen Placebo-Dampf versprühen, um sicherzustellen, dass die Düsen den Nebel richtig verteilen. Die Bewohner würden nicht einmal merken, was wir getan haben. Das soll vermutlich so sein. Ich kümmere mich von hier aus um die Sache mit den Düsen, Burrow. Bitte benutze das Leitungssystem in der Zwischenzeit nicht ohne meine ausdrückliche Genehmigung. Okay. Bitte antworten. Doktor, melde dich bitte. Ich weiß, was du getan hast und ehrlich gesagt kann ich es dir nicht übel nehmen. Phase 3 an Menschen ohne deren Zustimmung durchführen zu wollen, ist ein Verstoß gegen ethnische Richtlinien. Zumindest in der Welt, in der wir früher gelebt haben. Ich kann Burrow noch eine Weile lang hinhalten, aber Flint hat schon Verdacht geschöpft. Was sollen wir hier drüben denn machen? Ich kann sie nicht mehr lange belügen, ohne eine Antwort von dir zu erhalten. Verdammt, Olivette, du kannst doch nicht so heuchlerisch sein, dass du uns im Namen deiner persönlichen Moral hier sterben lässt. Ich kenne deine Politik, aber ich hätte nie gedacht, dass du uns so einfach im Stich lässt. Bitte denk nochmal drüber nach. Okay. Okay. Krass. Also, die haben hier quasi, um das Leben der Waldbewohner, getestet. Erst an Maulwurfsratten. Dann sollten die Tests an Menschen starten. Und dann wurden die hier einfach im Stich gelassen. So, jetzt können wir den Terminal aber aufmachen, hoffentlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich mache die Tür jetzt auf und wir sehen uns gleich im nächsten Teil. Bis denn dann.